Hallo Freunde, kommen wir jetzt einmal zu dem zweiten Teil des Solarvideos. Das habe ich zwar gespielt, damit es nicht allzu lang wird und nicht allzu langweilig. Und jetzt wollen wir einfach mal den Vergleich bildlich sehen, weil viele Menschen sind auch einfach nicht Zahlenmenschen, sondern auch Bildmenschen. Und auch einfach mal sehen, wie der Ertragunterschied ist, wie viel speisen tatsächlich die Solarzellen ein. Und wie viel gönnt sich hinterher der Wechselrichter selbst? Das kann man auch an den, in den Tabellen sehen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und ja, im Großen und Ganzen vielleicht ein Vorwort von mir. Also ich bin absolut begeistert davon, wie viel jeder einzelne Mensch von uns machen kann, um einfach, ja, einfach der Umwelt was Gutes zu tun, weil wir sind tatsächlich in den westlichen Industrieländern stark dafür verantwortlich, für die Umwelt, dafür, dass so viele fossile Brennstoffe verbrannt werden und so weiter, weil wir doch sehr viel konsumieren. Ne? Und das ist ja nicht nur die Verbrennung mit den Autos, sondern auch einfach der Konsum selber, ne? Weil es wird ja auch so viel Plastik verarbeitet und, und. Und da kann, glaube ich, jeder einzelne von uns etwas tun, um einfach mal so eine Solaranlage aufzustellen, egal ob es auf seinem Balkon ist, ob es auf dem Dach von Gartenhäuschen ist oder wo auch immer, um einfach zum einen sich selbst was Gutes tun, dann mal auch Kosten spart. Wow, also die Leistung beträgt jetzt 500 Watt. Ja, gerade waren es 500 Watt. Super. Ich bin begeistert. Das muss ich noch lernen, wie das geht. Oh, jetzt ist sie gesunken. Das gibt es doch gar nicht. Gerade waren Jetzt geht's 500. ja, ne? Ah, da geht es jetzt wieder nach oben. 515. Da. Wow. Und wir haben noch nicht mal 12 Uhr morgens. Ja, tatsächlich kann jeder was dafür tun, dass es quasi so ein bisschen seine Brieftasche spart. Ja? Und auch noch gleichzeitig nicht nur die Brieftasche spart, sondern auch der Umwelt was Gutes tun. Ne? Mit so einfachen und günstigen Sachen. Also, das hat jetzt um die 700 Euro gekostet, ne? Wenn ich mich jetzt. 698 oder sowas. 698, fantastisch, mit allen Anschlüssen, mit allen Kabeln, mit allen drum und dran. Man muss es nur noch miteinander also zusammenstecken. Das war's. Easy peasy. So, und jetzt wollen wir einmal zu den Werten kommen und uns anschauen, was da tatsächlich passiert. So, jetzt kommen wir einmal zu der App von der Gartensolaranlage von Solax. Also die funktioniert tatsächlich auch. Die von Grobert nicht so richtig. Und zwar können wir hier sehen, die Solaranlage laut der App bringt jetzt gerade, also die Solarzellen selbst bringen gerade 408 Watt. Das Ganze geht in den Wechselrichter. Der Wechselrichter verbraucht ja knappe 40 Watt. Ja. Das ist, finde ich, schon sehr viel. Also 10% werden von dem Wechselrichter verbraucht. Und dann wird die restliche Energie einmal ins Haus bzw. ins öffentliche Netz eingespeist, wobei jetzt in diesem Fall nur ins Haus. Und also das finde ich auch interessant zu sehen, wie viel Energie gönnt sich eigentlich so ein Wechselrichter. Ne? Also wir reden hier von 10%. Das ist wirklich eine ganze Menge. Ne? Einfach mal, um so einen Erfahrungswert zu kriegen. So, was haben wir hier? Das ist quasi die Grafik, die Kurvenverläufe. Das ist der Kurvenverlauf von der Solaranlage heute. Ne? Das ist jetzt der heutige Kurvenverlauf. Und hier sind die Monate auch. Erster, Der erste Tag, zweite, heute ist der genau, dritte. Und dritte Monat. Ne? jeder Tag ist das Ah, das gerade. sind die Tage. Also heute ist. Ah ja, okay. Das sind die Genau. Tage für heute. Ah ja, okay. Guck mal, so antippen. Dann zeigt er diese 4,1 an. 4,1. Ne? Damals hat er 4,1. 3,7. Okay. Und heute hat er bis jetzt dann 1,1. Ja, spitzer, spitzer. So, und jetzt schauen wir gleich auf den Laptop an, wie der Vergleich zwischen der Nordwestausrichtung und Südostausrichtung aussieht und wie eigentlich die Werte und wann eingespeist werden. So, was können wir hier jetzt sehen? Das ist jetzt ein Wochenüberblick. Ich denke, der zeigt das Ganze auch sehr, sehr gut schon mal. Und man kann deutlich sehen, dass wir morgens, ja, also hier sind drei Werte: Freitag morgens, mittags, abends, morgens, mittags, abends, morgens, mittags, abends. Und man kann deutlich sehen halt, also morgens haben wir 1,8 kW erzeugt, mittags 2,2,
und abends 0,13, also minimal. Also die neue Gartensolaranlage, die quasi die Solax, die zweite, die jetzt nach Süden ausgerichtet ist, Südost ausgerichtet ist, mit 20 Grad Dachschräge, ist halt sehr, sehr morgenslastig und das trägt tatsächlich ja, sehr gute Früchte, sage ich jetzt mal. Ne? Also man kann deutlich sehen, da kommt ordentlich bei was bei rum. Abends passiert dann kaum noch was, da die Energie, die Sonne auf der anderen Seite ist und die Solaranlage dann kaum noch was abbekommt. So, und gleich schauen wir mal zum Vergleich die Nordwestausrichtung, was dort passiert. So, Freunde, und hier haben wir die Nordwestausrichtung und wie man hier sehen kann, und Klaus jetzt einmal mit dem Stift drauf geht, dass wir morgens hier deutlich unter 1 kW haben, 0,86, mittags 2,1, also mittags ist wieder ordentlich, und abends 0,29. Also selbst eine Anlage, die zur Sonne ausgerichtet ist, abends bringt gerade mal den, also einen minimalen Wert. Klar, es ist der doppelte Wert zu der anderen Anlage, aber tatsächlich einen minimalen Wert. Also abends kommt halt nicht ganz so viel bei rum, ne? Man wirklich sehen kann. Also das ist so ein kleiner grafischer Vergleich. Ich denke mal, mit Grafik können auch viele etwas mehr anfangen. Nochmal das Ganze auch bildlich zu sehen. Und was jetzt vielleicht noch interessant wäre, Klaus, ist zu sehen, und zwar wollte ich einmal noch den Vergleich zwischen der Fritzbox sehen, die ja einen Wert anzeigt, der von der Anlage gebracht wird, und Vergleich zu der Solaranlage selbst. Was sagt sie denn, was sie erbringt? Das heißt, einfach mal Vergleich zwischen den, um zu sehen, ja, sind sie denn gleich? Ticken sie gleich oder haben sie da unterschiedliche Werte? Das möchte ich euch mal einmal zeigen. So, ich zeige euch das einmal. So, jetzt geht es auch mit dem Drücken. Also wir haben hier 547 Watt, ja, was die Solar, also der Wechselrichter selbst anzeigt. Über die App. Ich brauche über App jetzt. Warte mal. Über die App kriegen wir 327 Watt angezeigt. Wobei, ja, das halt zeitversetzt immer ist. Also es ist zeitversetzt, das heißt, okay, es ist, scheint nicht ganz zu stimmen. Und über die Fritzbox kriegen wir gleichzeitig 478, 478 angezeigt. Zu 540. Oder zu 540. Wobei, ich denke mal, die Fritzbox zeigt das Ganze auch ein bisschen zeitversetzt. Also das wird, glaube ich, auch noch nach oben gehen. Jetzt sagst du ja 541. 541, ne? Und genau. Hier 535 oder was? 540 hat er gerade gezeigt. Also man kann schon sagen, dass die Fritzbox mit den Wechselrichter übereinstimmen und in etwa dieselben Werte. Aber durch diese Zeitversetzung kann man das Ganze nicht hundertprozentig nachvollziehen. Aber es ist schon derselbe Wert, also man kann davon ausgehen, dass was hier reingeht, vielleicht durch das Kabel minimal weniger ist, aber im Grunde dasselbe. Das passt schon. Ja, Freunde, eine Sache liegt mir jetzt noch auf den Herzen, das wollte ich auch noch mal kurz zeigen. Viele sagen, wow, das Ding ist zu heiß und wird am Holz, liegt am Holz und so weiter. Aber tatsächlich liegt das ja niemals direkt am Holz an, sondern wir haben immer so einen gewissen Abstand, wo es auch drauf angebracht ist, auch hier. Ist quasi Luft hinter, ne? Also das wollte ich jetzt auch noch mal zeigen. Und wenn wir einmal an die Grobert Gartensolaranlage gehen, hier ist es sogar noch besser aufgebaut. Also wir haben hier einmal Kühlrippen sogar, die sind sogar, ja, leicht warm. Und das Ganze hat auch einen Abstand zum Holz. Also das heißt, von der Sicherheit her kann da im Grunde nichts passieren. Also gerade jetzt auch hier mit Kühlrippen. Also ich kann sie auch locker anfassen, die sind jetzt nicht so heiß, dass man seine Hand nicht drauf lassen kann. Also es ist vielleicht etwas mehr als die Körpertemperatur, vielleicht sogar dasselbe. Absolut in Ordnung in meinen Augen. Also vielleicht nochmal so ein kleiner Punkt zur Sicherheit, weil da hatten ja doch einige Bedenken, warum man hier das Ganze an Holz schraubt. Also das ist schon gut durchdacht. So, ich zeige euch das Ganze auch hier einmal. Auch hier an der Solax Gartensolaranlage haben wir auch Kühlrippen hinter. Die sind sogar, ja, angemalt, also auch richtig, also
bzw. lackiert. Das heißt, auch sehen auch noch einen Tacken ordentlicher aus. Also da ist schon von den Herstellern für Sicherheit gesorgt worden. Das ist sehr, sehr gut ausgelegt, das Ganze. Also da sollte man sich keine Sorgen machen. Ja, Freunde, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke den Klaus vielmals, dass er wirklich diese beiden tollen Gartensolaranlagen gekauft hat, aufgestellt hat, die Werte so super zusammengestellt hat. Also fantastisch, fantastisch. Also für diese sehr gute Arbeit, die er hier geleistet hat, ne, um einfach mal diese alternative Energie so ein bisschen voranzubringen. Weil, wobei ich denke, bei Klaus ist so ein bisschen auch weniger der Gedanke der Umwelt vielleicht dahinter. Es ist aber auch gut so, weil auch wirklich dieser finanzielle Aspekt, diese Ersparnis, die bringt das Ganze auch natürlich voran, weil klar, das ist für jeden dann gut. Jeder freut sich natürlich, wenn er ein paar Euros im Jahr sparen kann oder sich vielleicht Klimaanlage kostenlos laufen kann oder Waschmaschine oder wie auch immer. Und ja, vielen Dank nochmal, Klaus. Das hast du richtig gut gemacht. Also, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Klaus mich wieder einlädt und dann irgendwann mal auch ein paar Werte mehr zeigen kann, was tatsächlich über Monate hier passiert ist. Der Vergleich nochmal. Wir bleiben da tatsächlich auf dem Laufenden. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Danke für eure Abos und Likes. Vielleicht nochmal ganz, ganz kurzes Update zu dem Wetter. Also man kann deutlich sehen, es ist ja jetzt nicht total blau, sondern so leicht wölkig, wobei das eigentlich oft aus meiner Erfahrung sogar noch mehr Ertrag bringt, weil dann die Solarzellen nicht ganz so aufheizen. Wenn die Wolken natürlich vor der Sonne sind, ist natürlich auch nicht so schön. Aber um einfach mal die Werte nochmal zu hintermalen, das ist das Wetter, so sieht das Ganze aus. Und das sind dann die Werte, die wir gerade gesehen haben. Also das kommt dabei rum. Ne? Also da sehen wir nochmal die Ausrichtung. Ne? Die alte Anlage Nordwest, die neue Ost-Süd oder Südost. Ja. Beide dieselben Solarzellen. Also da hat sich eigentlich nichts geändert. Nur der Wechselrichter ist unterschiedlich. Ja. Freunde, von meiner Seite war es das. Ich danke euch nochmal. Ich danke nochmal Klaus. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.